Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch meinen Lesemonat aus dem Oktober. Und ich habe insgesamt 8 Bücher gelesen. Davon habe ich 6 als physische Bücher gelesen, 1 als Hörbuch gehört und 1 habe ich so halb gelesen, halb gehört. Und ich fange direkt mit dem ersten Buch an, was ich gleich schon am 1. Oktober beendet habe. Und zwar ist es Scars Like Wings von Alan Stewart. Das ist ein englisches Rezensionsexemplar, was ich auf der YA LitCon gewonnen hatte. Mir hat dieses Buch so gut gefallen, dass ich es auf jeden Fall nur ans Herz legen kann. Es geht nämlich um die 16-jährige Ava und bei einem Hausbrand wurde ihr Körper total zerstört und sie hat schwere Verbrennungen und musste ein Jahr lang schwere Operationen über sich ergehen lassen. Und jetzt soll sie im Rahmen von 2 Probewochen mal wieder in die Schule gehen. Und sie stimmt dem zu, unter dem Wissen, dass sie halt nur 2 Wochen durchhalten muss und dann wieder nach Hause gehen kann, um sich zu verkriechen. In der Schule begegnen ihr viele Leute halt auch mit Abscheu. Ja, dann trifft sie allerdings auch Leute, die sie ganz anders sehen und die quasi ihre inneren Werte beachten. Und daraus entwickelt sich dann eine ganz, ganz tolle Freundschaft. Und es ist ein ganz, ganz wundervolles Buch gewesen. Also ich habe dem Ganzen 5 von 5 Sternen gegeben. Ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Es ist eine ganz, ganz wundervolle Contemporary-Geschichte. Es geht halt auch um Depressionen und Selbstmordversuche. Es ist teilweise sehr, sehr düster und hat aber auch wieder ganz tolle Botschaften und ist auch so ein Buch, was einen auch irgendwie gleichzeitig wieder aufbaut. Und es gibt auch Musical References, also die Protagonistin Ava war früher mal selber im Musical auch tätig, also so Schulmusical und sie wagt sich jetzt halt auch wieder in die Theater AG. Es gibt halt viele References zu Wicked zum Beispiel, was ich auch unheimlich gerne mag und auch zu anderen Stücken. Und das ist natürlich auch immer so ein Pluspunkt bei mir. Hat mir auch unheimlich gut gefallen und war auch unheimlich gut gemacht. Und das ist tatsächlich das Debüt der Autorin und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie noch so weiterschreibt und werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Und wie gesagt, das ist eine totale Leseempfehlung von mir. Das Buch ist ja jetzt auch gerade im Oktober auf Deutsch und auf Englisch erschienen. Ich kann euch mal meine Neuerscheinungsvideos unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Und wie gesagt, das kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Als nächstes habe ich dann ein Buch gelesen, auf das ich mich so, so, so gefreut habe. Es war zusammen mit The Queen of Nothing das Buch, das ich am meisten erwartet habe dieses Jahr. Und zwar ist es Ninth House von Leigh Bardugo. Das ist ja der Start einer neuen Reihe von Leigh Bardugo. Das ist diesmal eine Adult-Reihe, also es ist nicht vergleichbar mit ihren YA-Geschichten, die sie besser geschrieben hat. Bevor ich irgendwas zu dem Buch sage, möchte ich auf jeden Fall auf die mega lange Liste an Triggerwarnungen hinweisen. Also ich verlinke die auch mal unten in der Infobox. Es gibt unheimlich viele Trigger für zum Beispiel Mord, Selbstmord, Missbrauch, wie gesagt, alles könnt ihr unten in der Infobox nachlesen und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass das eben, wie gesagt, sich sehr unterscheidet von den anderen Büchern von Leigh Bardugo. Also wenn ihr eine epische Fantasy-Geschichte wie Six of Crows erwartet, dann werdet ihr wahrscheinlich hier enttäuscht werden. Es ist vom Gefühl her eine ganz, ganz andere Geschichte. Und es geht um Alex Stern. Und Alex Stern ist 20 Jahre alt, glaube ich. Hat es noch nicht so einfach in ihrem Leben. Also sie ist früher von der Schule abgegangen und ist von ihrer Hippie-Mutter geflohen und ist quasi in die Fänge von Typen gekommen, die sie nicht so gut behandelt haben, die sie geschlagen haben und die mit Drogen gehandelt haben. Und dann wurde sie Teil eines Mordanschlages auf das Haus, in dem sie gewohnt hat und ist dabei als einzige Überlebende rausgekommen. Und an ihrem Krankenbett wird ihr das Angebot gemacht, dass sie nach Yale gehen kann, unter der Voraussetzung, dass sie dort die Secret Societies beobachtet. Die befassen sich halt viel mit dunkler Magie und sie muss dann halt so ein bisschen darauf aufpassen. Und es ist ein sehr, sehr düsterer Roman. Es geht halt auch viel um
den Charakter Alex Stern an sich, um ihre Geschichte, was sie durchgemacht hat, was sie besonders macht. Sie hat nämlich auch eine besondere Fähigkeit, die ich jetzt aber nicht näher erläutern möchte, weil das, finde ich, schon ein bisschen spoilery ist, obwohl das relativ früh rauskommt, aber man muss es, finde ich, trotzdem irgendwie selber erfahren. Es ist halt insgesamt sehr dunkel und es ist auch vom Pacing her vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich muss doch sagen, dass ich persönlich auch Probleme hatte, am Anfang reinzukommen. Man wird auch in diese Geschichte quasi reingeworfen. Also ich habe halt erwartet, okay, das beginnt vielleicht mit diesem Mord, der geschieht oder so, oder beginnt vielleicht am Krankenbett, aber es beginnt halt, wo sie schon in Yale ist und man erfährt dann alles aus der Vergangenheit so Stück für Stück in Rückblenden. War halt am Anfang für mich ein bisschen schwer, aber ich habe dann, nach einer Zeit bin ich dann einfach reingekommen und muss sagen, dass mir das Buch insgesamt richtig gut gefallen hat, obwohl es halt am Anfang sehr, sehr langsam ist und sich die Story sehr langsam aufbaut. Ich habe dem Buch am Ende jetzt 4,5 Sterne gegeben, kann aber nicht ausschließen, dass das Buch am Ende vielleicht mit zu meinen Jahreshighlights trotzdem gehört, obwohl es keine 5 Sterne bekommt, weil ich finde, auch manchmal muss man auch einsehen, dass ein Buch nicht unbedingt perfekt ist, um halt ein absoluter Liebling zu sein. Und das ist in diesem Fall wirklich so. Dieses Buch ist nicht perfekt und ich weiß auch, dass viele, viele Leute mit diesem Pacing große Probleme haben und es eben nicht so gut finden. Deswegen, mich hat das, wie gesagt, am Anfang auch gestört, aber ich konnte dann am Ende darüber hinwegsehen, weil es einfach so geniale Entwicklungen gab und wie gesagt, deswegen kann ich nicht ausschließen, dass das Buch vielleicht eines meiner Jahreshighlights wird und ja, wie gesagt, 4,5 Sterne von mir. Die nächsten drei Bücher kennt ihr schon, wenn ihr mein Video zum 48-Stunden-Videothon gesehen habt. Und zwar ist das erste Morgen irgendwo am Meer von Adriana Popescu. Es geht nämlich um Romy, die zusammen mit ihrem Freund Julian und Konrad, mit dem sie ja in der Vergangenheit eine Beziehung irgendeiner Art hatte, und Nele, die ja, quasi zufällig zu der Gruppe noch dazu stößt über eine ja, Mitfahrgelegenheits-App irgendwie. Die vier fahren halt nach Lissabon und erleben da jede Menge Sachen und jeder hat irgendwie so ganz eigene Probleme. Es geht dann im Prinzip um die Beziehungen der Charaktere zueinander und ja, was diese Charaktere so ausmachen, was sie durchmachen und wie sie halt damit lernen umzugehen. Und mir hat dieses Buch unheimlich gut gefallen. Ich habe dem jetzt am Ende 4 Sterne gegeben, also es war wirklich eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ließ sich auch super leicht und locker weglesen. Also ich habe das ja bei dem Readathon gelesen und ich habe das, glaube ich, innerhalb von einem halben Tag oder so gelesen. Das war echt richtig, richtig schnell und flüssig zu lesen. Ich mag den Schreibstil von Adriana Popescu total gerne und es war mein erstes Buch, was ich von ihr gelesen habe, aber mit Sicherheit nicht das letzte. Wie gesagt, das kann ich auch nur empfehlen. Das nächste Buch, was ich bei diesem Readathon gelesen habe, hat mich ja leider ein bisschen enttäuscht. Und zwar ist das Pride von Ibi Soboy. Und da handelt es sich ja um ein modernes Pride and Prejudice Retelling, was halt in Brooklyn spielt. Und ja, mich hat diese Geschichte insgesamt leider nicht wirklich abholen können. Ich fand es eher so mittelmäßig und habe mich halt total an den Charakteren irgendwie gestört. Und die Umsetzung fand ich auch nicht so gelungen. Wäre an sich eine gute Geschichte gewesen, wenn man es nicht als Pride and Prejudice Retelling halt gemacht hätte, sondern irgendwie ein bisschen anders geschrieben hätte und das als eigenständige Geschichte genommen hätte. Aber unter der Prämisse, dass es halt Pride and Prejudice sein soll, fand ich es leider nicht so gut. Und deswegen habe ich dem Buch am Ende leider nur 3 Sterne gegeben. Und das letzte Buch, was ich an diesem Readathon gelesen habe, das ist das Buch, was ich auch halb als Hörbuch gehört habe, nämlich Morgentau von Jennifer Wolf. Das ist ja Teil einer Tetralogie, wo es um die verschiedenen Jahreszeiten geht. Und es geht in diesem Fall um Maya. Und Maya ja, wird halt quasi auserwählt. Es gibt nämlich alle 100 Jahre eine Auserwählte, die ja quasi zu den 4 Töchtern von, zu den 4 Söhnen von Gaia geht und sich einen von den Söhnen aussuchen kann und dann 100 Jahre mit ihm zusammenlebt. Maya ist jetzt halt diese Auserwählte und kommt dann halt zu den Söhnen und
muss sich da einen aussuchen und sie hat auch relativ schnell einen, der ihr auffällt und das ist aber alles gar nicht so einfach. Es war auch eine richtig, richtig gute Geschichte, ließ sich auch mega schnell weglesen, ist auch relativ dünn gewesen. Auch das habe ich, wie gesagt, in diesem Readathon gelesen, hat auch irgendwie nur einen halben Tag oder so gedauert. Dem habe ich am Ende auch 4 Sterne gegeben, war auch eine wirklich, wirklich schöne Geschichte. Ich möchte diese Reihe auch auf jeden Fall demnächst weiterlesen und bin da gespannt drauf. Es soll ja in jedem Band um einen anderen Sohn der Gaia gehen. Und ja, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann noch weitergeht. Und das nächste Buch, was ich dann gelesen habe, war Offline von Arno Strobel. Und über dieses Buch bin ich relativ zufällig gestolpert, quasi im Buchladen. Ich hatte vorher schon mal so Bilder davon gesehen, aber ja, war eigentlich gar nicht so mega interessiert und habe es mir dann aber im Buchladen einmal angesehen und mir halt den Klappentext durchgelesen. Und es geht da um eine Bergsteigertruppe, die halt ja, für ein paar Tage einfach offline sein will und sie geben halt alle ihre Handys ab, damit sie einfach mal abschalten können. Und gehen dann in eine Berghütte und werden da allerdings dann eingeschneit. Und dann verschwindet halt einer aus der Gruppe und taucht dann irgendwann total verstümmelt wieder auf. Und da halt die Gruppe eingeschneit ist, kann es nur einer aus der Gruppe gewesen sein. Und ja, da sie halt alle Handys abgegeben haben, haben sie halt keine Möglichkeit, nach außen mit irgendjemandem zu sprechen. Und sind auf sich alleine gestellt und ja, mich hat das total angesprochen und noch dazu habe ich dann festgestellt, dass es ganz auf dem Watzmann spielt, den ich sehr, sehr gerne mag und deswegen musste ich da unbedingt dann zugreifen und habe das Buch auch mega schnell weggelesen. Also ich habe das vor der Frankfurter Buchmesse gelesen. Ich hatte das, glaube ich, am Mittwoch angefangen. Und habe es dann, oder nee, ich glaube, ich habe sogar erst am Donnerstag angefangen und habe es dann bin dann Freitag zur Frankfurter Buchmesse gefahren und hatte es am Freitagabend dann schon ausgelesen, also auch innerhalb von 2 Tagen. Und ja, es war einfach mega, mega spannend. Ich habe dem Ganzen am Ende 4,5 Sterne gegeben. Es ist so ganz, ganz knapp vor einem absoluten Highlight, aber halt ganz knapp vorbei. Es hat ein paar Kleinigkeiten gehabt, die mich gestört haben, die auch so ein bisschen, ja, auch von der Logik her nicht immer passten. Aber insgesamt fand ich das Buch mega, mega spannend. Ich war super gefesselt, war super dabei, hatte auch 1000 Theorien. Und am Ende war es dann doch irgendwie ein bisschen anders, als ich es gedacht hatte. Und ja, mir hat das insgesamt richtig, richtig gut gefallen und das kann ich halt auch nur empfehlen. Dann kommen wir zu dem Hörbuch, was ich in diesem Monat komplett gehört habe. Und zwar ist es Kingdoms of Smoke von Sally Green. Und das habe ich bei Lovely Books gewonnen. Das heißt, das hat mir der Audioverlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle und ich muss sagen, dass mich dieses Buch sehr, sehr angesprochen hat, auch wenn der Klappentext etwas vage war, aber es geht im Prinzip um verschiedene Charaktere, also es ist eine High-Fantasy-Geschichte und es geht um verschiedene Charaktere, die aus ganz verschiedenen Verhältnissen sind, also es gibt zum Beispiel eine Prinzessin, einen Diener, einen Krieger und die treffen halt aufeinander quasi und müssen das Land retten. Das ist so die Prämisse, die man vorher hört. Das klang sehr interessant. Ich mag solche Geschichten von unterschiedlichen Charakteren, die zusammentreffen und irgendwie zusammen funktionieren müssen. Allerdings hatte dieses Buch deutliche Schwächen für mich. Also wir haben halt 5 verschiedene Charaktere und wir haben auch 5 Sichtweisen, aus denen das Buch geschrieben ist. Und da ist für mich auch schon ja der erste Minuspunkt. Also ich fand, dass diese 5 Perspektiven einfach zu viel waren. Zu viel deswegen, weil es teilweise etwas zu lang für mich war deswegen. Man hätte da deutlich irgendwie was wegkürzen können. Und ich finde auch, dass die Autorin sich tatsächlich selber irgendwie ein bisschen ein Bein damit gestellt hat, weil sie hätte teilweise so gute Enthüllungen schreiben können, hat sich das aber selber kaputt gemacht, indem sie halt diese 5 Perspektiven gewählt hat. Also es wäre vielleicht etwas spannender gewesen, wenn man nur 2 oder 3 Perspektiven gehabt hätte
und dann diese Charaktere im Laufe der Geschichte von den anderen Sachen erfahren. Das hätte dann halt auch irgendwie Plot-Twists gegeben und so. Und die sind jetzt in diesem Fall irgendwie für mich ausgeblieben, dadurch, dass man halt eben von allen fünf Charakteren schon immer erfahren hat. Und ja, dazu kommt, dass ich auch nicht alle Charaktere so sympathisch fand. Also es war jetzt keine komplett unsympathisch, aber einige von den Perspektiven haben mich einfach nicht interessiert. Und es hat sich insgesamt mega gezogen. Und ja, eigentlich ist die Geschichte erst zum Ende so richtig in Fahrt gekommen. Und das, was auf dem Klappentext angesprochen wird, nämlich, dass sie halt sich zusammentun müssen, um halt das Königreich zu retten, so, passiert eigentlich erst ganz, ganz am Ende. Also die ganze Truppe trifft erst ganz am Ende aufeinander. Es wird einfach nur Spannung für das nächste Buch aufgebaut. Und die letzte, ich sag jetzt mal, die letzten 10, 15% oder so waren mega spannend und waren auch vielversprechend für den zweiten Band. Aber ja, davor, der Rest, das war für mich einfach zu langsam und zu wenig und beziehungsweise eigentlich zu viel. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich habe dem jetzt am Ende auch nur 3 Sterne gegeben, halt so. Ja, so mittelmäßig. 3 Sterne sind für mich immer so, ja, es ist so ein Buch, was man auch irgendwie schnell wieder vergessen kann. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt auch tatsächlich nicht, ob ich weiterlesen möchte oder weiterhören vielleicht auch, weil ich einfach zum jetzigen Zeitpunkt zwar denke, okay, am Ende ging es spannend los, es könnte in Band 2 besser werden. Allerdings habe ich auch oftmals das Problem, gerade bei so 3-Sterne-Büchern, dass ich dann, wenn es dann länger dauert, bis der zweite Band rauskommt, das Interesse einfach verliere. Und das könnte hier vielleicht passieren, dass ich vielleicht, wenn, ich weiß nicht, wann der zweite Band rauskommt, aber wenn er vielleicht in einem halben Jahr oder so rauskommt, dass ich dann vielleicht schon gar nicht mehr wissen möchte, wie es weitergeht, weil ich mir so denke, ja, war eh nicht so toll. Ich muss allerdings sagen, dass die Vertonung richtig, richtig gut war. Also es gab halt für die 5 Perspektiven auch 5 Sprecher. Und die haben das alle 5 super gut gemacht. Man hat die Stimmen auch gut auseinanderhalten können. Also nach einer Weile wusste man halt, welchen Charakter man gerade hört. Und es gab auch immer so, ja, akustische Signale, dass man immer gewusst hat, okay, jetzt wechselt halt die Perspektive wieder. Und das fand ich wirklich richtig gut gemacht. Also rein von der Vertonung her kann ich nicht meckern. Aber ja, die Geschichte war, wie gesagt, an sich nicht so toll. Und das letzte Buch, was ich im Oktober gelesen habe, war dann nochmal ein richtiges Highlight, und zwar The Astonishing Color of After von Emily X. R. Penn. Und ja, das Buch hatte ich ja auch auf meiner Liste für die Bücher, die ich im Herbst lesen wollte, genauso wie Pride übrigens, fällt mir gerade ein. Ja, dieses Buch hat mich zum Glück nicht enttäuscht. Ich habe dem am Ende 4,5 Sterne gegeben. Aber ja, erstmal, worum geht es überhaupt? In The Astonishing Color of After geht es um Lee, und Lees Mutter hat sich selber umgebracht. Und Lee ist jetzt der festen Überzeugung, dass ihre Mutter als Vogel wieder auf die Welt gekommen ist. Und sie reist dann nach Taiwan, wo nämlich die Großeltern, also die Eltern von ihrer Mutter, leben. Und denen ist sie bisher noch nie begegnet. Und auf dieser Reise lernt sie halt jede Menge über ihre Vorfahren und ihre Wurzeln und auch über ihre Mutter, was ihre Mutter so durchgemacht hat. Und es ist eine unglaublich berührende Geschichte. Es ist eine sehr ruhige Geschichte. Es ist Magical Realism. Ja, es passiert halt einfach nichts Großes. Es gibt keine große Action-Szene oder sowas natürlich, sondern es ist halt alles sehr ruhig. Es ist halt ein Buch, wo es um Trauerbewältigung geht und um ja auch allgemein sehr düstere Themen wie Depressionen. Und es wird aber unheimlich gut mit diesen Themen umgegangen. Also es ja, wird nicht verharmlost oder so, sondern es wird wirklich richtig schonungslos auch teilweise damit umgegangen. Und das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen hat das Buch, wie gesagt, insgesamt 4,5 Sterne bekommen. Auch den Schreibstil fand ich mega gut. Das ist ja auch wieder ein Debütroman. Und ich bin da sehr gespannt, was die Autorin noch weiter rausbringt. Und wie gesagt, das kann ich halt auch insgesamt nur empfehlen. Und wie gesagt, 4,5 Sterne von mir. Und das war mein Lesemonat Oktober. Ich muss sagen, dass ich wirklich ein paar richtig, richtig gute Bücher dabei hatte. Und ja, auch keinen so kompletten Flop. Also halt 2-3 Sterne Bücher. Aber 3 Sterne finde ich halt, wie gesagt, immer noch so mittelmäßig. Und ja, vieles halt mit hohen Bewertungen war dabei. Deswegen, ja,
war das ein wirklich richtig guter Monat. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss!